Jede Mission ist eine neue Herausforderung. Mach weiter, ich mach die Musik. Doch manche Mission nimmt man besser gar nicht erst an. Was ist los? Müssen wir zu Ende kommen? Okay, ja. Alles klar, let's do it. Hier, Mission Impossible, Fallout. Läuft. Das sage ich. Also, dann mach du. Mission Impossible, Fallout. Pfingstmontag, 20.15 Uhr, Pro7. Vorlaut, nicht Fallout. Mit dem frechen Tom Cruise, ne? Fallout ist, ne? Mission Impossible, Fallout, jetzt mit flotten Sprüchen. So ein bisschen wie Fuck You Goethe, aber ist halt dann Mission Impossible. Fuck you, Tom Cruise, Alter. Ja, also wir haben, hallo erstmal, ne? Können wir erstmal auch mal Hallo sagen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Also wir haben die Folge 3 verloren. Das Nein, fuck, das Duell um die Welt! Um Nein! Die Welt. Das heißt, ihr habt diese Aufgabe vergeigt. Schloss, Pro7 gewinnt. Was halt kacke ist, aber mal passieren kann. Das Problem ist, dass dann Pro7 uns Strafen aufbrummen darf. Und unsere Strafe ist, dass wir 150 verschiedene Pro7-Trailer einlesen müssen. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass wir so Sachen wie heute auf Pro7, 20.15 Uhr auf Pro7, dass wir das wahrscheinlich 1000 Mal heute sagen müssen? Das reicht doch, wenn wir das einmal sagen, dann können die überall reinsteigen. Das merkt doch kein Arsch. Justice League. Sonntag, 24. Mai, 20.15 Uhr. Sonntag, 24. Mai, 20.15 Uhr, Pro7. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7. Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7. Morgen, 20.15 Uhr, Pro7. Heute, 20.15 Uhr, Pro7. Gleich, Pro7. Jetzt, läuft. Ein Team, das in einer eigenen Liga spielt. Die Free-TV-Premiere. Justice League. Sonntag, 24. Mai, 2015. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7. Sonntag, 24. Mai, 20.15 Uhr, Pro7. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7. Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7. Gleich, Pro7. Jetzt, Pro7. Eben, Pro7. Vorhin, Pro7. Jetzt auf RTL. Kleiner Scherz. Natürlich nicht. Wie das hier schon aussieht, ne? Das, guck, wir sind das mittendrin. Ne? Wir haben jetzt so ein Drittel der Arbeit haben wir geleistet. Du kannst einmal gerne den Boden zeigen. So. Wir haben nicht mal Mittag. Das Problem ist immer, wenn man so nah rankommt an so Arbeit. Weißt du, dass man halt, weil ist das ja nun nicht mehr gewöhnt, ne? Wenn ich jetzt jeden Tag arbeiten würde, dann würde mir das, sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel schon 100 Tage gearbeitet hätte, dann würde der 101. Tag mir super leicht fallen. Aber jetzt aufs Nichts muss ich auf einmal so normal arbeiten. Nee, es ist vor allem, ich glaube, man würde sich freuen, wenn man normal arbeiten würde und dann kommt sowas zwischendurch. Einfach mal einen Tag, wo man ins Studio kann und man kann so ein bisschen labern. Aber wenn man eigentlich ja weiß, dass die einzige Arbeit, die wir beide können, ist ins Studio gehen und geradeaus in eine Kamera zu reden. Du weißt, wie schlimm ich bin, wenn es um Vertonen geht. Ne? Also ich möchte an der Stelle auch schon mal mich bei dir entschuldigen, weil ich habe Angst, dass wir uns nach dem heutigen Tag ja, nicht mehr verstehen. Wir streiten uns immer beim Vertonen. Ja. In einer Welt, in der Humor abhanden gekommen ist, versucht ein Mann, sie alle aufzuhalten. Der steht zu unterhalten, nicht aufzuhalten. Oh, ist doch egal. Oh, warum muss er meine Sendung machen? Klaas Häufer Umlauf. Kannst du das ein ganz bisschen weniger dumm sagen? Okay. Klaas Häufer Umlauf. Was versucht ein Mann, sie alle zu unterhalten? Klaas Häufer Umlauf. Freunde sagen auch KHU zu ihm. Sag mal, es kommt. Wann kommt's? Montagabend kommt's immer. Es ist immer eine unterschiedliche Zeit, ne? Nee, ist immer 23.10 Uhr. Ah, okay, ja, dann bin ich nicht immer pünktlich vom Fernseher. So sieht's aus. Immer 23.10 Uhr, immer Montagabend, immer Klaas Häufer Umlauf. Late Night Berlin mit Klaas Häufer Umlauf. Montag 23.10 Uhr, Pro7. Morgen. 23.10 Uhr, Pro7. Heute 23.10 Uhr, Pro7. Gleich, Pro7. Jetzt nicht umschalten, geht gleich los. Also ich habe richtig keinen Bock auf diesen Tag. Na gut, also wir ziehen das jetzt mal durch und ja. Könnt ihr euch dann anhören auf dem Sender. Ja, schreibt doch vielleicht einfach der Zuschauerredaktion, haben die das bei Pro7? Wie toll das war. Nee, schreibt ihnen das auf keinen Fall, wie toll das war. Wie scheiße das war. Nicht, dass sie noch auf die Idee kommen, dass wir das öfter machen müssen. Ja, ja. Ja, gut. Gut, also, ne? Wir müssen jetzt weitermachen. Kannst zum Ende kommen, bitte? Okay, Entschuldigung. Fertig. Joko und Klaas gegen Pro7. Nächsten Dienstag, 20.15 Uhr bei Pro7. Mega Show!